Die Europäische Union stellt die Demokratie dar, stellt die Grund- und Freiheitsrechte dar, für die wir einstehen. Und deswegen müssen wir gegen den Terrorismus, gegen den Extremismus ankämpfen. Aufgrund dessen wollen wir die Sicherheit stärken, um die Freiheit zu erhalten. Wir wollen deshalb zusammen mit den Ministern und den europäischen Institutionen darauf hinarbeiten, dass wir mehr Sicherheit schaffen können und den Terrorismus und Extremismus eindämmen können. Es gab in den vergangenen Jahren zahlreiche Initiativen und nun kommt es darauf an, sich darüber klar zu werden, wie wir diese noch verbessern können. Deswegen wird im Innenministerrat, der am Freitag zusammenkommt, dies eines der Themen auf der Tagesordnung sein. Es wird die Gelegenheit sein, darüber nachzudenken, wie wir verschiedene Prozesse, Verfahren, Maßnahmen verbessern bzw. verstärken und beschleunigen können. Die Staats- und Regierungschefs werden im Dezember zusammenkommen und ebenfalls noch einmal darüber nachdenken, wie wir unsere Maßnahmen orientieren, wie wir unsere Strategie orientieren können, um ebenfalls in diese Richtung voranzuschreiten. Die Verherrlichung von Terrorismus einzudämmen, die Hassbotschaften einzudämmen, die Verherrlichung der Gewalt einzudämmen, das ist in unser aller Interesse. Diese Themen beschäftigen uns natürlich schon seit einer gewissen Zeit, aber nun geht es darum, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um schnell handeln zu können, insbesondere wenn es darum geht, terroristische Inhalte aus dem Internet herauszunehmen. Eine weitere Frage ist, wie können wir dafür sorgen, dass die Ausbildung der Imame in Europa verbessert wird? Können wir dafür sorgen, dass einerseits die Glaubensfreiheit gewährleistet bleibt, dass aber auch gleichzeitig die Grundwerte der Europäischen Union gewahrt werden? Hier müssen wir entschlossen und geschlossen auftreten, um diese Änderungen durchzusetzen. Das obliegt natürlich zum Teil den nationalen Befugnissen, aber Europa kann unterstützend wirken. Europa gibt jedem die Freiheit, zu glauben oder nicht zu glauben. Europa ist aber auch im Dialog engagiert, im internationalen Dialog engagiert, um zu verhindern, dass diejenigen, die versuchen, Hassreden zu schüren, zu unterstützen und zu verbreiten, dass diese behindert werden, dass diese Art von Verbreitung der Hassreden unterbunden wird. Wir wollen unsere Freiheiten schützen und wollen die Demokratie schützen. Vielen Dank, Charles. Nun